Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute mal auf jeden Fall eine sehr, sehr gefährliche Folge. Ja, heute wird's auf jeden Fall sehr, 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 sehr ekelhaft. Sehr, sehr eklig wird's heute. Falls ihr das Video jetzt gerade seht, ne, bin ich wahrscheinlich auf der Hochzeit vom Pumpe Monkey. Schönen Grüße an Fatih, mein Bruder. Wir machen gerade wahrscheinlich Halle auf Tanzfläche. Bleibt einfach von Anfang bis zum Ende am Start. In diesem Video wird auf jeden Fall einiges passieren, so. Ne, auch am Ende des Videos gibt's den gewissen Influencer, der auf jeden Fall sehr, sehr harte Anschuldigungen hier macht. Angeblich wird hier was sehr, sehr Schlimmes gemacht. Menschenhandel und so weiter und so fort. Und das wird hier einem Influencer vorgeworfen, den ich privat kenne. So, deswegen bleibt von Anfang bis zum Ende am Start. Besorgt euch Chips, Meeps, Deeps, Popcorn. Dankeschön auf jeden Fall für euren Support. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Hey, das ist aber das Big Match, weil ich will noch 40.000 schicken. Einfach, Barella muss Yasin 40.000 Münzen schicken, Digga. Ja, ich schicke doch, Digga. Wallah, halt mal deine Schulden, Bruder. Was ist los mit dir? Ja, kennt ihr gerne? Weißt du, wie Barella ist? Weißt du, wie Barella ist? Ich hab 20 schon geschickt. Esma, weißt du, wie Barella ist? Sagst du, wer deinen Support dann schickt? Und wenn er verliert, ich hab nicht. Walla, ich hab nicht. Alaikum salam. Bruder, wenn er nicht schickt. Ey, 50.000. Hör zu. Und schwört, was ist das nochmal? Hör zu und schwört auf Koran. Ja, darf ich den Kasso zu dir nach Hause. Heute den Rest schickt. Erinnerst du deine Worte? Ey, 50.000 sind 250 Euro. Du hast gesagt, gestern 20. Du hast auf Koran geschworen, heute den Rest. Dudi, das sind mehr. Das sind 500, 600. 100.000 Coins sind 500. Es ist mal, nein, das, was du bekommst, aber was du schickst. Was du schickst, ist verdoppelt. Das sind 500. Aua, aua. Rudi, merkst du? Aber nicht 50. 40. Da arbeitet der Kopf von ihm. Ja, normal arbeitet sein Kopf bei Geld, Amenakai. Wenn es um Geld geht, arbeitet sein Kopf. Der verarscht euch alle, der ist Millionär, der hat ein eigenes Hotel, Bruder. Der hat ein Hotel geerbt von seinem Vater. Junge, geht, recherchiert doch, Amenakai. Der Typ ist Millionär, Bruder, der verarscht euch alle. Keiner versteht, warum der hier auf TikTok live geht und nach Geld bettelt, Amenakai. Der hat gar nicht nötig, Land, der ist einfach Millionär. Ja, was machst du, der hat so viel Langeweile, der geht einfach live und verarscht die Leute, Bruder. Schick mal 40.000 Coins, mein Bruder, bevor du Insolvenz gehst. Ich hab mich umentschieden, ich schick nichts. Bruder, Yasser, geh zu Gericht, Dorak, damit. Bruder, das ist für mich kein Problem, ob du schickst oder nicht. Hey, Bruder, denkst du, Yasser braucht deine 40.000? Guck mal, Barella. Junge, der hat damals 40.000 mit Bushido in der Woche verdient, Amenakoyim. 40.000 sind für den wie, keine Ahnung, Alter, gemischte Tüte ohne Lakritz. Ist so, Bruder. Du hast geschworen? Und du, guck mal, du erniedrigst dich. Okay, wie oft hast du geschworen, hast deine Strafen nicht gemacht? Wollen wir anfangen? Wie oft habe ich für dich Strafen gemacht, obwohl du verloren hast? Vierer Mensch. Du hast die gemacht. Ja, und wie oft hast du verloren, hast deine Strafen nicht gemacht? Wie oft habe ich deinen Hals von Schlägen gerettet? Ja, und das... Wir sind doch jetzt... Ganz Deutschland wollte dich kaputt schlagen. Wer hat dich davor gerettet? Du redest mir über eine Strafe? Keiner kann ja was, Habibi. Aber es geht doch um Strafe gerade. Wallah, Barella, du bist einfach nur peinlich. Ja. Wallah, nur peinlich. Du bist so ein undankbarer... Guck mal. Wallahi, wallahi. Du bist so ein undankbarer Mensch. Warum undankbar? Ich hab auch... Ich hab hinterhältiger Mensch. Ich hab auch Strafen für dich gemacht. Das hat damit nichts zu tun. Du bist einfach nur hinterhältig. Skrupellos und undankbar. Warum? Warum? Allah. Warum? Du spielst hier eine Show, du wärst dumm und du weißt genau, was du machst. Ich hab dich. Aber es geht doch um Strafe jetzt. Es geht doch um Strafe jetzt. Ich hab doch auch für die Strafe nur. Deswegen. Guck mal. Wir sind doch jetzt. Du musst etwas verstehen. Für mich ist das kein Problem, Wallah. Geschenkt. Dein Schwur reicht dir. Dein Schwur, was du geschworen hast, das ist für mich mein Hack, ist, habe ich bekommen. Weil du geschworen hast. Alles andere, Bruder. Bruder, wie viele schwören 24/7 auf ihre Mütter und lügen? Bruder, 95% dieser ganzen Influencer schwören auf ihre Mütter, schwören auf ihr Glaube, Bruder, und lügen. Und danach werden die sogar noch exposed und trotzdem sagen die noch, dass es nicht stimmt. So, ich will jetzt diese ganzen Influencer nicht leaken oder so, aber ihr wisst, glaube ich, so, ne? Schaut euch mal meine alten Videos an. Wie viele von denen haben gelogen, Bruder? Jetzt ist ja auch ein ganz großes Thema, Jalous, dass er ja 40.000 von einem Typen abgezogen hat, ne? Ja, er hat Spenden gesammelt und hat es in seine eigene Tasche gesteckt. Das kann ich mir bei denen sowas von vorstellen. Guckt euch mal seine Fresse an. Von diesen Jalous, guck mal bitte seine Fresse an. In seiner Fresse sieht man schon, wie falsch er ist. Nein, ich schick dir.
Ich schick dir schon. Seid ihr euch jetzt einig? Ich schicke ihn schon seine 40, ja. Aber dann morgen decke ich die Lügen auf, was du erzählt hast. Weil das hast du ja gemacht. Es gibt auch For You, es gibt auch Videos. Deck die Lügen auf, dass ich gesagt habe, Engel ist im Knast. Ja, es gibt doch ein Video bei For You. Ich sage das jetzt nochmal, Engel ist im Knast. Er hat 1,5 Jahre wegen dieser Enkeltrickbetrug bekommen. Und ich schwöre bei Allah, und du hast auf Allah geschworen, du hast es mir erzählt. Nein, das stimmt aber nicht. Ich hab dich getestet. Du wirst morgen sehen. Schwör auf Allah, auf deinen Vater, du hast mir nicht erzählt. Engels Gesicht, sein Bruder wird morgen live kommen, er wird alles sagen. Okay. Schwör auf deinen Vater, auf Allah, dass ich du mir das nicht erzählt hast. Mal. Boah, stark, Lan! Barella! Sehr stark, Alter! Der hat Eier aus Stahl, Lan! Ule! Der schießt einfach gegen Yasser, Lan! Der hat einfach große Fresse gegen Yasser! Waja, meine Kudumun Pitsche, wei! Waja, meine Kudumun, wei! Adamolde, meine Räume! Unser glubsche Augenmonster Casey Rebel auf Codein Barella ist auf jeden Fall Mann geworden, ja? Heftig, Alter! Hätte ich nicht gedacht, voilà! Ich hab dir gesagt, wir gehen beide live. Ja? Und wir sagen das. Was sagen? Das mit Engel. Ich wollte das mit dir sagen. Ja. Aber du hast es ohne mich gesagt, warum? Achso, deswegen bist du sauer? Ja, warum sagst du es ohne mich? Ich hab dir gesagt... Aber warte, du hast doch gerade von Lügen gesprochen. Ich dachte, es ist eine Lüge, also es ist doch die Wahrheit. Ja, es ist auch eine Lüge. Ich hab dich getestet, ob Jasser das mit mir macht oder alleine. Du hast es alleine gemacht. Ja, siehst du jetzt? Behert Allah. Der Typ ist einfach nur, wallahul azim, einfach nur ein Kind. Schwör auf deine Mutter, auf deinen Vater, dass er nicht im Knast ist. Jungs, umarmt euch doch mal, Mensch. Schwör, er ist nicht im Knast. Schwör auf deine Mutter, auf deinen Vater. Nein. Dann sei leid. Aber du wirst morgen sehen, dein Bruder wird leid. Er hat dir doch schon vor einem Jahr gesagt, dass er in den Knast gehen wird oder so. Ich weiß, aber der Typ, guck mal, wenn man hängen geblieben ist, ja, oder so tut, als wenn man hängen geblieben ist. Breaking News, Engel ist im Knast. Voll krass, aber. Wen juckt das überhaupt, Digga, was der Junkie macht, Digga? Was hat man denn davon, wenn man sowas rumerzählt? Ja, wen interessiert er überhaupt gerade, Digga? Weil er weiß, er hat mich angerufen, alle, ja, Engel hat ihn zuerst gesagt, wenn jemand fragt, ja, er hat ihn doch verraten, nicht ich, er. Ja, ne, Engels Gesicht ist ein Knast. Was hat er denn gemacht? Bruder, bitte, ist ein Alkoholiker, Bruder. Was hat der bitte gemacht? Warum ist er angeblich ein Knast, Bruder? Wallah, die wollen uns doch hier alle verarschen, Alter. Angeblich Enkeltrickbetrügereien. Bruder, bitte, hör auf, Alter. Der kann doch nicht mal lesen und schreiben. Der ist Analphabet, Bruder, bitte. Wallah, was für Enkeltrickbetrügereien. Engels Gesicht, Bruder. Der ist so zu dumm, um die Leute zu verarschen. Ja, ne, ich glaube, das ist wirklich nicht so. Ich glaube nicht, dass er sowas gemacht hat. Die lügen. Engel hat ihm gesagt, er ist in Entzug. Aber Engel hat ihm das anvertraut, dass er in den Knast ist. Und wenn er im Knast ist, wo ist er? Wo, und jetzt? Er ist nicht im Knast. Er ist nicht drin. Ich weiß sogar, wo er ist. Aber ich sag's. Weiß gar nichts. Nichts weißt du. Weiß alles. Du weißt, wo deine Toilette ist zu Hause. Okay, soll ich jetzt Engel sein? Soll ich ihn reinholen? Er sollte alles ins Gesicht sagen. Wo Engel ist. Soll ich dir sagen? Willst du es? Willst du so erst live gerade? Wer denn? Mit dem Engel so ist und er alles über Engel weiß. Er macht seine Papiersachen alles. Ich dachte, er ist sein Bruder. Sein Bruder kommt morgen live. Aber jetzt jemand, der mit Engel nebeneinander wohnt, der mit Engel so ist. Ja und? Wir sollten ihn reinholen. Du, die können wir mal auf Schnick hier abgeben. Okay, ihr könnt ja eure Sachen machen. Ihr könnt ja Engel suchen weiter. Vielleicht findet ihr ihn safe. Vielleicht findet ihr ihn, auf jeden Fall. Ja, ich wünsche viel Glück bei so auf der Suche, ja? Bruder, ich suche mit. Warte, Barella. Nein, komm mal kurz live, bitte, Bro. Es geht nicht um Engel, es geht um die 40k. Schick mir die 40k. Schick doch mal jetzt die 40k, ja.
Ja, Sir, du Geier, ja. Aber noch ein bisschen, du Junge, du bist Millionär. Bist jetzt auf diese 40k hängen geblieben oder was? Junge, bist jetzt auf diese 40k angewiesen oder was? Was ist los mit dir? Warum geierst du so? Warum nährst du so? Ja, ne, haram so, ne? TikTok ist für Glücksspiele geworden, Alter. Ist auch haram. So, ne? Du machst ja mal einen auf Moralapostel hier. Hör auf mit der Scheiße, Bruder. Wegen 40k? Der Arm ist vielleicht gerade trocken, Amana. Komm, lass den Jungen nochmal in Ruhe. Wegen 40k. Guck mal, jetzt hört er nicht mehr. Siehst du, jetzt tut er so, als wenn er nicht mehr hört. Guck. Schuld, das sind Ehrenschulden. Schick, Varela, schick mir die 40k. Also ich würde das in Kasso weitergeben. Lega, jetzt ist er sprachlos. Jetzt tut er so, als wenn er nicht mehr hört. Ich hab doch gesagt, ich schick dir. Schick, geh raus und schick. Jalla. Und die würdest Jalla. Jaib, guck mal, er funktioniert nicht. Ja, ehrlich. Wenn es ums Geld geht, er funktioniert nicht mehr. Guck. Kann man nicht Snowboard wegmachen? Ich hab doch gesagt, ich schick dir. Dann jalla, geh raus und schick mir. Sag doch mal, jetzt würdest du da nicht. Lass bleiben, das hast du gestern auch gemacht. Ey, lass mich doch, ich hab dir doch, aber ich hab einfach, gib deine Schulden fertig. Aber lass mich doch live bleiben, ich schick dir doch später. Warum willst du von den Leuten erstmal sammeln? Warum sammeln? Was hat das mit Sammeln zu tun? Geh doch raus, 10 Sekunden. Wir sind doch gerade nicht mal. Geh raus, schick, weil du hast heute gesagt, heute schickst du mir. Jalla, geh. Das solltest du schon um 22 Uhr schicken, aber jalla, egal. Ihr habt mich gestürft. Okay, ja. Der kommt gleich von Engel. Du wirst jetzt ja, alles... Ja, nein, warte, warte, jetzt werden wir sehen. Schick mir die 40k. Du hast gerade gesagt, dass Engel im Knast ist. Jetzt passt du rein, Dudi. Jeff, Dudi, wie er ablenken will, guck mal, wie er ablenken. Kommt gleich live, er kommt gleich live. Denk warte. Nicht ab, schick mir die 40k. Ja, ja. Schick! Ich hab doch gesagt, ich schick dir! Jetzt, ich will die jetzt. Jetzt. Du dir, Eier. Jalla, hadi. Hadi, çabuk lan. Hadi gel gezelim. Seni gengelelim arabamla. Çünkü gen ben salabamla. Ha, tust du so, als wenn du jetzt nicht mehr hörst, ne? Ich lese, warte doch, ja. Lies weiter. Ey, Dicker. Ich hab grad meinen Kopf gebankt, ich schwor auf meine Mutter, Wallah. Ule! Ja, sag, wegen 40k Punkte ist der rausgegangen. Der ist einfach rausgegangen wegen 40k Punkte, Bruder. Wallah, wie süß bist du denn, Yasser, ja? Bist du jetzt ehrlich beleidigt wegen 40k Punkte? Bruder, meinst du doch jetzt nicht ernst, Bruder, bitte. Bruder, meinst du doch jetzt nicht ernst. Du musst mal angesagt gehen und dann runter. Aber würdest du sehr ehrlich, wenn du mich sehen würdest? Bei angesagt und dann runter? Und wo welcher? Da zeigt er so lange Haare an. Lad mal schlick sein. Ey, mach mal auch diese Filter, Barilla. Hadi Allah! Ich hab doch gesagt, ich schick dir. Nein, jetzt. Gestern hab ich dir auch geschickt. Jetzt will ich die haben, jetzt. Ey, ich will nicht mehr warten auf dich. Ich warte doch keine 3 Monate. Bruder, mein Rudi, wenn du Ding bist, dann oh. Geld kurz. Bei angesagt. Ja, und dann welche? Tamam, okay, tamam. Dann gehst du runter. Das ist doch lange Haare. Kannst du bitte jetzt schicken? Ich schick dir doch. Achte Reihe, Dicker. Achte Reihe. Ach, Varela. Wie falsch. Achte kann Reihe, sein. Ja, er. Warum falsch, wenn ich sie schicke? Warum? Warum dann schick, schick. Hör zu. Guck mal, ich will dir was erklären. Guck mal, wenn ich es jetzt schicke oder morgen oder immer noch. Nein, nicht morgen. Am Ende, ich hab es doch geschickt. Nein. Bitte, Barello, schick dir diese Punkte. Bitte schick diese 40k dem, bevor ich das mache. Tamam? Bruder, der fängt gleich an zu weinen. Bitte, Walla, der nervt nur noch, ja? Bitte, soll ich dir diese 40k schenken? Keine Ahnung, wie viele sind 40k Punkte? Was ist das in dieser TikTok-Welt? 40k Punkte, wie viel Geld ist das? Walla, ich bin kurz davor, das selber Yasser zu spenden. Bruder, wie ist der am Nerven, ja? Barella, Walla, spende du den, bevor ich den das spende. Warum? Nein. Bitte, war der Verlierer, du verlierst, gehst raus, schick sofort. Okay, ich kann gerade nicht schicken. Ich kann die nächste Woche schicken. Wie ist das? Sag, dass du nicht schicken willst. Aber wo du deine Strafe nicht gemacht hast, habe ich auch nichts gesagt. Sag, wo du, dass du nicht schicken willst. Ich will schicken. Ich werde dir auch schicken. Jetzt, aber ich kann momentan jetzt nicht schicken. Warum? Es geht nicht. Ich kann die nächste Woche schicken. Warum? Du hast doch 30.000, 40.000 gebunkert. Schick doch. Woher weißt du das? Weil du es mir erzählt hast, bei Allah. Vielleicht hab ich meiner Familie geholfen. Vielleicht habe ich... Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich Sorgen. Jalla, hatte schick. Ich kann gerade noch nicht.
Ich habe gesagt, ich schicke dir nächste Woche. Vielleicht schicke ich dir heute auch ein bisschen was, aber ich werde meine Schulden zahlen. Ich werde mein, er malt sich die Welt, wie er will. Eine Ausrede nach die andere. Deswegen, ich hatte das Problem auch mal gehabt, deswegen spiele ich niemals so um Coins schicken. Engelsgesicht musst du mir Universum schicken, er hat mir nicht geschickt. Ja, Probleme, Alter. Ist einfach rausgegangen. Ich schicke ihm gleich nochmal 10k, dann habe ich schon mal die Hälfte. Soll er mich nicht nerven mit seinem 60k? Was sind 60k? Ich schicke ihn schon. Aber wenn das nicht ist, schick die doch. Ich kann doch gerade nicht. Es geht nicht. Ey, Wallah, ich finde den Filter einfach nicht, bei Allah. Bruder, guck mal, bei Geber angesagt. Der da, der Ayri, Wallah, geil. Ja, genau, der, ja, genau, genau. Ich würde dich sofort an Jackson. Okay, jetzt müssen wir auf Schlicksjagd gehen, genau so. Ja, Wallah, geh mal auch auf diese Filter. Also, was ist das jetzt gerade? Dudi, drück mal auf Bildschirm drauf. Wie? Auf dein Bild. No. Auf dein Gesicht. Ja. Geil. Okay. Jetzt sind wir die Schlick-Gang. Okay, wir gehen jetzt auf Schlickjagd, Jungs, ja? Okay, Jungs, ey, sag mir Bescheid, wenn er dir das Geld geschickt hat, ja? Ey, mir auch, Bro, bitte, muss einkennen. Ey, bis später, Jungs. Salam alaikum. Alaikum salam. Schickst du oder schickst du nicht? Ich schicke dir doch, habe ich doch gesagt. Du bist ein Lügner. Und mit Lügner gehe ich nicht mehr. Lang. Deine Oha, Yasser, du übertreibst, ja. Wallah, du übertreibst. Vielleicht ist Barella Millionär. Ist er auch, der ist reich. So, ne, den geht sehr, sehr gut. Aber vielleicht hat er auch mal miese Zeiten. Und hat jetzt gerade keine 40k einfach so in seiner Unterhose. Weißt du, was ich meine? Wegen chill doch mal ein bisschen, ja. Chill doch mal ein bisschen. Radol, ja. Wegen 40k. Ich küsse doch dein Herz, Leasso. Weißt doch, Bruder. Ne, Bruder, du hast doch Geld. Du lebst in einer Villa, Bruder. Was willst du mehr? Aber okay. Man muss immer noch trotzdem gucken, wo man bleibt. Alles schön und gut. Aber Bruder, dir geht's doch gut. Bist du jetzt angewiesen auf die 40k von Barella? Ne, weil ihr darum gespielt habt. Bruder, das ist genau wie Glücksspiele, was ihr gerade macht. 100% meiner Meinung nach. Die wetten gerade hier um Geld, oder? Sonst, Yasser, Alter, willst du uns doch auch immer belehren und so. Ja, nee, haram, mach das nicht. Das sind meine Sachen, die du redest. Du schaust dir, du sagst doch selbst. Alle schauen meine Sachen. Du hast selbst durch die Blume gesagt, guck mal, du kannst Kinder verarschen, aber keine erwachsenen Männer, jo? Keine jungen Erwachsenen, mein Kindchen. Du sagst dann auch, ja, ich schicke euch sogar irgendwas. Dicki, keiner will Geld von dir als Fake-Profil. Keiner braucht von dir irgendwas. Du bist jetzt gerade hier. Du bist jetzt gerade hier. Okay? Ich sehe alles, was ist. Du kannst Kinder verarschen. Das ist deine Masche. Aber Erwachsene verarschst du nicht. Ihr seid echt crazy. Du kannst Kinder ausnehmen, aber Erwachsene nimmst du nicht aus. Es ist schon schlimm genug, dass du Kinder ausnimmst auf diese Art und Weise. Ich distanziere mich davon. Der Hase läuft nicht. Du kannst nicht Kinder ablichten und dann auch noch meinen, so, yo, ja, 16. Guck mal, ich weiß jetzt gerade nicht, aus welchem Arschloch du dir das gezogen hast. Du redest ja wahrscheinlich gerade hier über Ruda und diese andere Sonderschülerin. Ich habe schon ihren Namen vergessen. So irrelevant ist die geworden. Die haben auch so oder so nur relevant wegen Pump and Monkey bekommen. Junge, die müssen normalerweise Fatis Arschloch sauber lecken, Bruder. Weißt du, was ich meine? Das, was er für sie getan hat, das haben nicht mal ihre Eltern für sie getan. Weißt du, was ich meine? Ich habe im Hintergrund mehr Wissen, weil ich mit Fati darüber gesprochen habe. Im echten Leben und nicht einfach so hier im Internet. Deswegen pass auf, was du sagst. Hör auf, diese Gerüchte auf die Welt zu setzen. Hör auf, so viel Scheiße zu labern. Aber noch ein Geh, mach Musik. Was machst du hier auf TikTok? Na. Wir übernehmen, wir rasieren. Ich hab. Du rasierst gar nichts, außer deine Achselhaare und deine Körperhaare. Wirklich einen schönen Tag, einen wunderschönen Tag hatte ich. Was für einen Tag ich hatte, das bekommt ihr auf jeden Fall noch bekannt auf YouTube. Das kommt alles noch. Zuerst bleibt alles erstmal ein Geheimnis. Und wie ihr im Titeltrail erkennen könnt, gibt's wieder eine Ansage in unsere Richtung von unserer. Es gab nie Ansagen. Es gab nie Ansagen. Du schickst deine Handlanger ins Netz, um Leute zu triggern mit deinem komischen Pumping, wie hier gerade passiert. Leute sprechen das an und du meinst dann, dass man über dich spricht. Das ist die alte, blöde, hinterhältige Leier, die sich irgendwelche Content-Creator aus den Fingern ziehen. Das ist lächerlich.
Mach dich nicht lächerlich. Du machst dich lächerlich damit. J-Love. Also pass auf, ich komme gerade. Ich wollte eigentlich eine Reaction machen auf Sachen, die ich vorbereitet habe. Genau. Dann wurde dir gesagt, yo, du musst unbedingt was zu J-Love sagen, sonst kannst du deine Karriere an, deine YouTube-Karriere an Nagel hängen. Und was machst du? Genau das. Du lässt alles stehen und liegen und machst genau das. Und auf einmal sehe ich J-Love, Ansage an Pumping AB. Sei vorsichtig, J-Love. Ja, sei vorsichtig. Das ist keine Drohung, das ist eine Feststellung. Du solltest vorsichtig sein, wenn du mit Sachen hantierst, von denen du keine Ahnung hast, und Sachen tust, die, ja, musst dir nicht sagen. Ich soll vorsichtig sein? Du gehst ja immer, sagst ja, du erwähnst ja immer den Leuten, bitte lass mich in Ruhe, droh mir nicht. Ja, du bist ja auch, wir leben ja... Das ist keine Drohung. Das ist Deutsch. Sei vorsichtig. Bei mir gibt es keinen doppelten Boden. Ich sag dir nicht, was ich vorhabe. Und ich werde mich auch vor dir nicht rechtfertigen. Wer bist du in meinem Leben, mein Niemand? Guck mal, J-Love, ne, geh und fang doch einfach an mit Musik. So, du warst damals ein Star. Wie kann man denn seine Musikkarriere so an die Wand fahren, Amin Akoyim? Der sitzt jetzt da und schämt sich nicht mit seinen 50 Jahren und redet hier gerade über Jugendliche, Bruder. So, weißt du, was ich meine? Das macht von Kopf bis Fuß gar keinen Sinn. So, anstatt du dich mal wieder aufrüttelst, ne, aufhörst zu kiffen, geh ins Musikstudio, bring Musik, Alter. Bring einfach Musik, das Talent hast du ja. Was machst du auf TikTok? Bist du dumm? TikTok sportlich. In Deutschland. Jetzt bin ich mal gespannt, was du... Wir ziehen uns einfach rein. Ihr lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Wir haben uns alle lieb. Ich würde sagen, let's go in a window und nimm mal diese Kommentare nochmal auseinander, okay? Also, wir gehen rein in die Sache, Digga. Jetzt bin ich echt gespannt. Und ganz, ganz viel Liebe für die Loge, Digga, für die Videos, dass du die immer hochlädst. Pumping Monkey, der hier auch heftig tut, dessen Hintergründe ich auch erkenne und auch durchaus lüften könnte, wenn ich Bock hätte. Und falls ich recherchiere oder falls ich das mache, was er macht, kann er seinen Laden zumachen. Ja, nicht dumm lachen. Wenn ich dich auseinandernehmen muss, auf Reaction-Basis, landest du wieder da, wo du angefangen hast. Seinen Laden zumachen. Dann ist, guck mal, klar. Guck mal, Abo Schweizer schreibt schon, Pumping AB, bester Mann. Also, ich weiß nicht, warum ich... Was willst du damit sagen? Du bist in der Schweiz irgendwie, du hast Geld in der Schweiz, interessiert keinen, jo? Mich interessieren deine Fans nicht, mich interessiert deine Hintermänner nicht, mich interessiert das alles nicht. Es geht um dich und das, was du getan hast und was du tust. Heftig mache, J-Love, falls du das siehst, ich bin ein neutraler Typ, ja. Ich greife niemals eine Partei und auf jeden Fall bin ich der falsche Typ. Ja, ja, das ist eine Drohung. Ich habe dir, wenn du, guck mal, die Sache ist, du findest alles langweilig und du nimmst dir nur das raus, wo du zum Thema wirst. Aber dann wenn du es dir anschauen würdest und es anfangen würdest zu verstehen, würdest du sehen, dass ich eine Dramaturgie aufbaue, die wichtig ist um für dich, fürs Verständnis, damit Leute wie du, die es nicht so wirklich mit der Wahrheit haben, dann verstehen, warum die angesprochen werden. Junge, du Tetris-Zahn, keiner versteht, was du sagen möchtest. Apropos Tetris-Zahn, ich bin der Letzte, der über Zähne reden darf, ne, alles schön und gut. Aber du Tetris-Zahn, du gehst mir richtig auf den Sack. Walla Billa, der tut mir sogar leid. Ich schwöre auf alles, J-Love, du tust mir leid. Der war mal so ein Superstar, der war Erfolg, Bruder, der war ein Motherfucker, Bruder, in diesem Musikgeschäft. Weißt du, was ich meine? Was ist aus dir geworden? Was ist aus dir geworden? Ich schwöre, aber der tut mir leid. Ich weiß, dass du mit deiner Psyche zu kämpfen hast, weil du damals zu viel gekifft hast. Weil du damals Substanzen zu dir genommen hast, die nicht legal sind, so, ne? Und das hat ihn halt kaputt gemacht. So, der tut mir irgendwo leid. Er weiß selber nicht, was er labert. Deswegen, den kann man eigentlich gar nicht böse sein. Das, was du jetzt machst, ist eine Drohung. Wir sind in derselben Ecke. Falls irgendwas sein sollte, schreib mich privat an, bring jeden mit, den du willst, und wir treffen uns an einer Adresse und wir sind offen für alles. Aber vergiss nicht, wir sind in Deutschland. Wenn du tatsächlich, wenn es bei dir irgendwas gibt oder was juckt, kann man da auch kratzen kommen. Aber du musst kommen, weil ich bin in Frankfurt und du auch. Das ist keine Drohung, ist eine Feststellung. Komm mir nicht von wegen, du bist der Falsche. Du hast mit dem Falschen angefangen, das ist die Sache. Und mich interessiert nicht, wer hinter dir steht, noch um dich rum, es geht um dich.
Und es geht darum, dass du mich angegangen bist und dass du Sachen tust, die ich dir jetzt hier nicht sage. Wo du vielleicht denkst, dass du wie die anderen Jungs, die du da auf TikTok einschüchterst und was weiß ich. Was für einschüchtern? Du hast kleine Kinder eingeschüchtert. Das hast du gemacht. Was? Das sind diese TikTok-Filme. Du bist hier auf YouTube. Weißt du, wie ich... Nein. Ich war schon auf YouTube, da gab es dich noch gar nicht. Hast du gehört? Da warst du noch irgendwie Landliebe Kakao trinken in der zweiten Klasse. Hast du gehört, Junge? Amenachem, ja, du warst damals auf YouTube, eher als wir alle, weil du Musik gemacht hast. Sehr gute Musik sogar, müssen wir hier ehrlich zugeben. Ich sag ja selber, Junge, meine älteren Cousins haben alle J-Love gehört. Weißt du, was ich meine? J-Love war ein Motherfucker, Bruder. Und ist der wahrscheinlich immer noch, wenn er Musikstudio mal gehen würde und ein paar Zeilen singen würde. Weißt du, was ich meine? Der sitzt jetzt da wirklich auf TikTok und will einfach Gerüchte erfinden. Junge, Fatih hat keinen von denen ausgezogen. Junge, der hat so viel Geld in die investiert, nicht mal der eigene Vater hätte im Traum so viel investiert an die. So, der war einfach deren Vater. Vater, der war deren Shook Knight. Okay, Shook Knight war kein guter, ne? So, aber der war deren Vater, Bruder. Der hat die Vaterrolle übernommen. Der Hund, wer lügt, Bruder? Come on, du warst damals auf YouTube. Ja, da hast du nicht so eine sinnlose Scheiße wie jetzt gemacht. Stell dich vor die Kamera und erfindest irgendwelche Gerüchte, dass er irgendwie sein Yaro an Kinder und so verschickt hat. Was laberst du da, Mann? Schäm dich mal ein bisschen. Ich schwöre bei Gott, sowas regt mich unnormal auf, weil das sind einfach Lügen. Lügen, die er jetzt auf die Welt setzt. Wenn ich sehe, dass jemand lügt, ist egal, ob Fatih mein Kollege ist oder nicht. Ich stehe hinter der Wahrheit und ich weiß, was Fatih macht und was nicht. Fatih ist kein Pedo, aber nach keinem Töten ist da Frullah. Hört auf, sowas zu sagen. Was nimmst du dir da raus, yo? Wer bist du, dass du mir drohst? Ich sage dir, sei vorsichtig. Ist doch schlau, wenn du Scheiße baust, solltest du vorsichtig sein. Das ist die erste Regel. Sei vorsichtig, wenn du Scheiße baust. Du hast Scheiße gebaut. Hallo, Bro. Yo. Und das ist wie die das ist keine Drohung, ist eine Feststellung. Die Sachen, die du machst, sind nicht cool. Guck mal, du sagst, es ist nicht cool, was ich mache. Normalerweise bin ich immer positiv, ja? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, dass du immer positiv bist. Das fängt da an, dass du tatsächlich bewusst Fehlinformationen deinen Leuten gegeben hast, damit die hier reinkommen wie jetzt und anfangen, Gülle zu schreiben. Ich reagiere immer auf dich, ich lache immer. Ich bin immer positiv, Digga. Was war denn positiv daran, als ich diese kleinen Mädchen auf die Fresse gehauen habe in Darmstadt auf dem Ring? Und dann sagst du noch, ja, durch mich wurden dann irgendwelche Sachen. Ey, mich interessiert das doch nicht. Natürlich, ein Pedo-Ring hängt auch zusammen. Was willst du damit jetzt sagen? Was willst du damit sagen? Außer nichts. Du hast irgendwas kreiert, du hast Boxkämpfe kreiert, dadurch, dass du Kinder in die Irre geführt hast und jetzt noch schlecht über sie redest. Du hättest davon ausgehen müssen, dass kleine Kinder, noch dazu junge, kleine Mädchen, lass mich doch nicht, hat nicht Huda und ihre Freundin auf TikTok dich komplett auseinandergenommen? Waren das, haben die nicht sogar von Sinan und so angefangen? Gab's nicht auch so Löris-Videos von dir? Hast du nicht irgendwie Löris und Selbststrangulation, Löris-mäßig Videos? Guck mal, würdest du recht haben, J-Love, würde ich jetzt hier sitzen und sagen, tamam, du hast recht. Aber Wallah, du hast kein Recht. Diese Mädchen, die er da in sein Format mit reingeholt hat, ne? Erstens waren die meisten oder so über 18. Und zweitens, wenn da mal Jüngere dabei waren, haben die eigenen Eltern eine Einverständniserklärung abgegeben. Die eigenen Eltern wollten, dass ihre Kinder bei dieser Show boxen. Ja, ne, was soll Fatih denn noch machen, bitte? Aber okay, ob man diese Videos cool findet oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? Ob das jetzt moralisch gesehen korrekt ist, keine Ahnung. Ich würde zum Beispiel so ein Format nicht machen selber. So, ne? Aber halb Deutschland hat sich die Scheiße angeguckt. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ja, ne, irgendwas hat der ja wohl richtig gemacht. Es hört sich krank an, aber die Eltern wollten wirklich, dass ihre eigenen Kinder da boxen. Hört sich krank an, aber es ist die Wahrheit. Verschickt? Ist dein Löris nicht im Internet? Das muss ich nicht beweisen. Der Beweis ist im Internet.
Darüber haben sogar die Schmuddelmedien geredet, die sich Medien nennen auf YouTube. Dass Pumping Monkey sein Löris verschickt an kleine Mädchen. Und sich einen wetzt. Genau das. Guck mal, das ist gerade ein Gerücht, ne? Rück das gerade, du Batista-Zahn. Sei ein Mann, stell dich jetzt vor die Kamera und sag, dass das eine Lüge war. Sag einfach nur, dass du jetzt Fatih schlecht reden wolltest. Erstens, dieses Video, was dieser Frau gesendet wurde, ist kein Kind. Die Frau ist Mitte 20, hatte schon zwei Kinder. Weißt du, was ich meine? Ich habe mehr Infos im Hintergrund als ihr alle, weil ich mit Fatih darüber gesprochen habe. Hört auf, irgendeine Scheiße zu erfinden, Lan. Hört auf, irgendeine Scheiße zu erfinden. Junge, denkt ihr wirklich, irgendeiner würde dann hinter Fatih stehen bei dieser Sache? Nein, es ist eine Lüge. Fatih hat niemals irgendwie sein Ding an geschickt. Diese Frau war über 20, Mann. Ja, komm mal runter, Mann. Man macht unnötig so viel Stress. Das ist doch kein Stress. Guck mal, die Sache ist, ihr wisst nicht, was Stress ist. Ihr kennt nur Stress ohne Grund. Aber radieren aus Grund kennt ihr nicht. Dann wollt ihr zu vielen machen. Aber wir sind zu viele, als dass ihr das mit, zu viele Erwachsene, als dass ihr das mit uns macht. Wir sind die Papas en masse. Wir sind die Macht. Okay? Du hast nichts davon verneint. Im Gegenteil. Alles das, was ich gesagt habe, also wirklich, du kannst nicht der Intelligenteste sein. Muss man nicht sein. Kann man alles lernen. Du bist noch jung. Aber rede nicht so viel. Und das wird alles nicht gut altern, was du da tust. Du musst davon ausgehen, dass Kinder sich in dich verlieben. Gerade wenn eine Kamera da ist. Gerade wenn, das ist die Macht der Mehrheit. So eine Menge Kamera da. Ne? Das muss dir doch klar sein. Und dann aber deine Opfer diskreditieren, das ist genau das, was ich Savas vorwerfe. Amanakoy, er hat einfach Kool Savas damit eingemischt. Bruder, was hat Kool Savas damit zu tun, Amanakoy? Lass mal Kool Savas zur Seite, Bruder. Der Arme hat Familie gegründet, lebt sein Leben, Bruder, mit seinen Millionen auf dem Konto. Was hat Kool Savas jetzt damit zu tun, Amanakoy? Was willst du von Kool Savas eiern? Das ist genau das, was ich diesen Rappern vorwerfe. Mit ihren Lügen. Du hattest, das ist wie der Lehrer, der sich an seinen Kindern vergeht. Das ist wie der Lehrer, der seinen Kindern nichts beibringt. Das ist wie der Lehrer, der nur verschiedene Kindern etwas beibringt. Du bist in der Situation der Ältere. Der Abi. Und der Abi sollte seine jungen Brüder und Schwestern nicht in die Irre führen. Für Geld und für Aufmerksamkeit. Was du getan hast. Natürlich verlieben die sich in dich. Männlein oder Weiblein. Und machen dann Dinge, die nicht nachzuvollziehen sind. Weil sie lernen, mit der Situation umzugehen. Dann musst du der Größere sein und sagen, yo, ich habe Scheiße gebaut, war blöd von mir, ich nehme die ganzen Sachen raus, ich mache was anderes. Nein, im Gegenteil. Deine Löris-Videos gehen online, wo du dir genauso wie Sinan P einen wetzt, TikTok-sportlich, und dann fängst du an zu rudern. Mit irgendwelchen Statements, von denen du dann sagst, dass wir die lesen sollen oder uns anschauen sollen. Interessiert mich nicht. Jeder, der Augen im Kopf hat, und ich habe Augen im Kopf, der sieht dann, was da ist. Guck mal, du komischer Vogel, du Tetris-Zahn, du Batista-Lücke. Wallah, der tut mir leid, weil der ist einfach krank, der weiß einfach nicht, was er labert. Weißt du, was ich meine? So. Aber die Frau ist über 20 gewesen. Und das Ding ist so oder so schon 3 Jahre her, Mann. Komm, über 3 Jahre her. Der Brudi heiratet morgen. Der Brudi heiratet morgen. Wenn das Video jetzt gerade online ist, ne, bin ich wahrscheinlich gerade auf seiner Tanzfläche, ne, bei seiner Hochzeit und mach Halleja, Mann. Komm, der Brudi heiratet jetzt. Wenn ihr das Video seht, der Bruder hat geheiratet. Der Bruder hat heute geheiratet, Bruder. Sag doch Glückwunsch. Gönnt den doch mal, dass er glücklich ist, dass er eine Frau hat. Was erfindet ihr da gerade für Gerüchte, Mann? Komm, das ist was mit kleinen jüngeren Mädchen und so.
Bratte, weil er halt eure Fresse, armen Akkoin. Hört auf, so viel Scheiße zu labern, Mann. Ich schwöre auf alles, das ist das Schlimmste, was ihr jemandem vorwerfen könnt, Alter. Habt doch wenigstens die Eier. Greift ihr mit Sachen an, die Fakten sind, armen Akkoin. Doch nicht mit irgendwelchen Gerüchten. Mann, aber ich sag dir, ich würde den Tag im Vati stehen, wenn das stimmen würde. Nie im Leben. Du warst nie gemeint mit. Du warst nicht gemeint. Deswegen musst du dir selber die Sachen anschauen. Du schaust sie ja an, aber du hast nicht das Rückgrat, hier reinzukommen und tatsächlich zu sprechen. Das hast du nicht. Aber bei so einem Chanel, das ist auch mal dein Freund. Da warst du dann still. Angefangen hast, dich hinzusetzen und zu meinen, dass ich mit Arafat zusammengearbeitet... Habe ich nie gemeint. Ich habe mich auch nicht hingesetzt. Ich habe nie gesagt, dass du mit Arafat zusammenarbeitest. Das hast du behauptet, weil du dir das Video nicht in der Gänze angeschaut hast. Und nur weil es so rüberkam als das, ich habe durch die Blume und ohne in Halbsätzen, ohne ganze Sätze auszusprechen, als Potpourri Fallen ausgelegt. Und dich hinter das Licht geführt. So wie sich das gehört mit Leuten, die nicht nach den Regeln spielen. Die meinen, sie wären mega schlau und könnten Kinder ausnutzen und Menschen belügen. Und sich die Taschen voll machen durch Erlogenes und Erstunkenes, was sie dann Content nennen. Welches ich Kotztent nenne, TikTok-sportlich. Bruder, wenn du mit seinem Content nicht klarkommst, dann ist das eine Sache. Aber sich dann dahin zu stellen und ein Gerücht zu erfinden, ist sehr, sehr gefährlich. Ja, nee, du musst doch den nicht mögen, Amanakoin. Wer sagt denn, dass du den mögen musst? Du musst mich auch nicht mögen, Bruder. Niemand ist verpflichtet, mich zu mögen, Bruder. So, entweder feiert man mich oder man feiert mich nicht. So, es ist nicht schlimm, wenn man mich nicht feiert, Bruder. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt anfangen zu weinen oder was? Aber dich dann dahin zu stellen und Gerücht zu erfinden, ist sehr, sehr falsch. Und das solltest du mit deinen 50 Jahren wissen, ne? Goldzahn. Hätte, dass wir uns mit ihm getroffen hätten, ich hätte für ihn die T-Shirts gemacht und sogar da... Beweis das. Ich kann das Gegenteil beweisen. Das wird nicht gut altern. Den kriegst du nicht weg. Das haben wir jetzt schon 9028 in 4 Stunden gesehen. Da habe ich gelacht. Das ist... Ich weiß nicht... Ach komm, egal. Wir gucken uns weiter an. So. Da warst du jetzt fertig. So, ach komm, egal. Das kommt nicht gut, Mann. So kannst du nicht reagieren. Das ist der erste Punkt für mich. Also ich bin jetzt 8-0. Bei 3 Minuten 2 ist 8-0 für mich. Das ist keine Unterhaltung, sondern du, die Kiddies, deren Eltern du nicht gefragt hast, die du ausgenutzt hast für deine Zwecke, damit sie sich zum Idioten machen. Mhm. Du sagst, mhm. Ist egal. Mhm. Ja, hast du. Du kannst nicht anderes sagen als, ja, also hast du. Vor deiner Kamera, während du sie abfilmst, sie sich streiten, vielleicht im Hintergrund noch gestritten haben, weil die haben sich echt... Sich geprügelt haben im Nachhinein, definitiv. Da hat es definitiv gekracht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du da die Kamera drauf gehalten hast und im Darknet verkauft hast. Weiß ich nicht, kann ich mir gut vorstellen. Hast du? Hä? Was labert der Mann? Ja, er sagt Darknet. Bruder, du hast zu viel gezogen. Definitiv, dir geht's nicht gut, Alter. Wallah, such die Hilfe, bitte. J-Love, bitte, Bruder. Hast du das für Privatzwecke noch Videos übrig, wo irgendwelche Sachen laufen? Weil die gab's ja auch wohl. Davon ist die Rede gewesen in diesem ganzen Huda-Gate, ne? Als ihr euch getrennt habt, weil du hast hier mit in die Türkei genommen. Ich habe mir nicht alles angeschaut, aber ich habe die Sachen gesehen, die auf die For You-Page gekommen sind. Auf die For You-Page kommen Sachen, die brisant sind. Okay? Ich muss euch vorstellen, und das ist der Humor in Deutschland. Auf TikTok ist... Das? Red nicht von Deutschland, das ist kein Humor von Deutschland. So einen Humor verstehen Deutsche nicht. So, das ist Kotztent. Das ist kein Content, das ist Kotztent. Das ist nicht Humor von Deutschland. Kiddies finden nicht lustig, verarscht zu werden, wenn sie erwachsen sind.
und dann an deiner Tür klopfen und du nichts mehr machen kannst, weil sie erwachsen sind und sagen so, ja, du hast mich komplett, du hast mich bloßgestellt. Ha? Du sag, lass mal weiter. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Es ist ja immer so, dass es Leute auf TikTok haben eine Figur. Die sind alle, die spielen alle so eine Figur. Ich spiele keine Rolle. Ich sag von Anfang an, das ist auch eine Rolle. Aber bei mir ist ernst. Bei mir ist ernst. Und ich bin ehrlich. Bei mir ist, guck mal, acht, du musst dich informieren über mich. Du hast dich nicht informiert. Wenn du von denen redest, kannst du gerne sagen, wenn du weißt, dass sie eine Rolle spielen, cool. Eine Rolle spielen mit echtem Content ist was anderes als eine Rolle spielen mit Lügen. Okay? Amanakom, er findet gerade Gerüchte und redet von Realness. Bruder, tamam, okay, wenn du ihn nicht magst. Da mag ihn nicht, Bruder. Niemand sagt, dass du den feiern musst, ja. Beruhig dich doch mal ein bisschen, ja. Alla, das, was du jetzt gerade sagst und tust, ist nicht korrekt. Ich schwöre auf alles. Die Leute, die ich privat treffe, von TikTok kenne, sagen immer, Bro. Leute, die du privat triffst, wie Sinan P, die du von TikTok kennst, mit denen du, wie heißt es denn, beim Money Cartel und in Dietzenbach, ne? Das ist alles immer nur Show. So, und genauso wie... Das ist alles andere als Show. Auf der Straße war es nicht anders. Und bei mir haben die Leute sich nie beleidigt, außer dass sie gesagt... Das ist eine Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Zitat Manuelsen. Stimme. Die haben sich zu Tode beleidigt. Die waren richtig wütend und die haben sich gegenseitig fast aufs Maul gehauen, die Kiddies. Und du hast dabei gelacht und dieses Pfff gemacht. Hm? Dazu braucht man nicht ein ganzes Video zu schauen. Du zeigst den Leuten schon am Anfang, um was es gehen wird. Und dann schaust du eine oder zwei Sendungen und dann weißt du, was es ist bei dir. Ein erwachsener Mann, der auf der Hauptwache kleine Kinder belästigt und dessen Masche es ist, die gegeneinander dahinzustellen und zu beobachten, während sie auf der Hauptwache spielen. Nein, 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 so wie du das gerade sagst, ist ganz, ganz falsch, Bruder. Alle Kinder spielen Hauptwache. Welches Kind spielt an der Hauptwache, Bruder? Ach ja, Dings, J-Love, willst du lachen, Jim? Wir lachen mit dir zusammen und das unterhält uns. Es ist immer noch die Social-Media-Welt. Ihr lacht mit mir zusammen und es unterhält euch. Dann bist du ja jetzt hier. Dann komm doch jetzt rein mit deinem echten Profil und wir quatschen. Aber das kannst du nicht. Und deine ganzen Leute, so wie die ganzen anderen Leute, du hast nicht verneint, du hast gesagt, ja, ihr seid ein Netzwerk, ihr arbeitet hier zusammen. Weil das ist ja YouTube. Ihr YouTuber, Content Creator, arbeitet zusammen. Ich hab noch nie was Falsches gesagt. Bist du an? Doch, hast du. Du hast gemeint, dass ich, du hast deinen ganzen Millionen von Fans und 600 Comments und 9019 Aufrufen nach 4 Stunden, hast du gesagt, dass ich gesagt hätte, du hättest für Arafat T-Shirts gemacht. Ich habe dich aber nicht gemeint. Dazu hättest du dir diesen ganzen Stream anschauen müssen, wo Dr. Kurde war und wo auch Baroncheck drin war. Hint. Ich mache nichts Unbewusstes. Ich bin klar in dem, was ich tue und ich filtere mich. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Du hättest das Richtige tun müssen, welches du nicht getan hast. Und so hast du dich mit strafbar gemacht und mit in diese Scheiße reingesetzt.
Ja, Bruder, halt doch einfach deine Schnauze. Guck mal, wenn du willst, ne? Ich mach Studio klar, ne? Ich habe sehr viele Kollegen, die Musik machen. Ich mach dir ein Studio klar. Geh da rein, mach deine Musik. Du bist ja, du hast ja Talent. Ist ja nicht so, dass du nicht rappen kannst oder singen kannst. Du bist ein krasser Künstler, Mann. Was machst du da, Mann? Wie kann man seine Musikkarriere so an die Wand fahren? Boah, das versteht keiner bis heute. Hör auf mit deiner komischen. Hör auf einfach mit dieser Scheiße und auf TikTok live geh mit Schwarz-Weiß-Filter. Junge, was hast du dann? Am Nachhinein, geh, mach Musik. Warte, du könntest wieder erfolgreich werden. Weißt du, wie viele Leute in der Musikindustrie erfolgreich geworden sind und die haben nicht ein Talent? Du hast dieses Talent. Diese Basics hast du ja schon und du hast ja einen Namen. Dich kennt man ja. Geh ins Studio, mach Musik am Nakoim, ja, anstatt den Leuten auf den Sack zu gehen. Leute, was soll ich euch noch dazu sagen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. Ja, stimmt, Lejanko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenboden.